Iris Birkner kann es immer noch nicht glauben. Während sie mit ihrer Familie im Skiurlaub war, hat sich ein Einbrecher in ihrem Haus einquartiert. Durch dieses Fenster ist er hereingekommen. Er hat sich hier also wirklich aufgehalten, hat sich auch gemütlich gemacht. Also er hat im Bett meines Sohnes geschlafen, er hat gekocht. Wir haben unten noch die Reste gefunden. Also er hat oben in der Küche zwar gekocht, aber hat sich das mit runtergenommen, hat auf unserer Couch gelümmelt und hat auch die Toilette benutzt, was deutlich sichtbar war. Das Chaos, das er angerichtet hat, ist enorm. Als Familie Birkner zurück in ihr Haus nach Lorsbach kommt, hat sie fast der Schlag getroffen. Durchwühlte Schubladen, ausgeräumte Schränke, alles auf dem Boden verteilt. Das Schlimme war, dass der einfach alles wahllos rausgerissen hat, so in unsere Privatsphäre halt eingedrungen ist. Also das Gefühl war furchtbar. Aber wir hatten so viel Arbeit und so viel zu tun, dass wir halt damit auch erstmal beschäftigt waren und haben dann halt erstmal aufgeräumt, so gut es ging. Besonders traurig ist die 54-jährige Lehrerin über den Verlust ihrer persönlichen Dinge wie Schmuck und Uhren. Aber auch andere Wertsachen hat der Täter gestohlen. Nur bei der 18-jährigen Tochter Fee und ihrem Bruder ist das Weihnachtsgeld noch da. Ein kleiner Trost. Ja, ich finde es unmöglich. Also er war wenigstens so lieb und hat mir was dagelassen, was auch ziemlich komisch ist, finde ich. Aber ich finde es trotzdem total dreist von ihm. Besonders dreist war auch sein Vorgehen. Vermutlich hat der Einbrecher die Familie ausspioniert und von ihren Urlaubsplänen gewusst. Nachdem er die Beute hat verschwinden lassen, hat er in der Nachbarschaft nach weiteren Opfern gesucht. Bei Familie Paschke ist er durchs Fenster ins Gästebad eingebrochen, als sie für 2 Stunden nicht zu Hause war. Auch hier hat er innerhalb kürzester Zeit ein großes Chaos angerichtet und Wertsachen gestohlen. Der Hund blieb unversehrt. Schön war, dass unserem Hund nichts passiert ist, dass sonst keinem was passiert ist. Wir haben uns gefühlt, ja, erstmal geschockt, dass sowas vorkommt. Das Schlimmste war natürlich, dass da überhaupt einer in dieser kurzen Zeit eingebrochen ist, im Nachhinein das ganze Haus auf den Kopf gestellt hat. Vermutlich ist der Täter dann wieder zurück ins Haus der Birkners. Dort hat er sich anscheinend sicher gefühlt. Zu sicher. Meine Freundin, die ist dann bei uns vorbeigegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Und hat durchs Fenster schon gesehen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Rief mich an, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Skipiste, um mir zu sagen, dass halt wirklich alles hier durcheinander gekommen ist und dass sie jetzt die Polizei anrufen möchte. Woraufhin die Polizei relativ zeitnah auch erschienen ist. Da die Freundin von mir eben keinen Schlüssel für die Vordertür hat, sind die durch den Seiteneingang dann rein. Und mit 3 Polizisten. Und als sie eben im Seiteneingang eigentlich quasi drin waren, hören sie oben die Eingangstür gehen. Und einer der Polizisten ist dann relativ schnell nach oben, hat gesehen, dass eben der Täter quasi rausgerannt ist. Eine Verfolgungsjagd beginnt. Sogar ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei konnte den Mann am Ende in einem Gartenhäuschen unweit der Familie Birkner stellen, dank eines Spürhundes. Auch für die Polizisten ist dieser Fall sehr ungewöhnlich. Ich muss sagen, es ist ganz unüblich. Denn was in diesem Fall besonders war, man konnte im Haus selbst feststellen, dass sich der Täter möglicherweise länger dort aufgehalten hat als der übliche Einbrecher. Warum, ist schwer zu sagen. Vielleicht war er sich seiner Sache da doch zu sicher und dachte, ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit zur Suche. In dem Fall eben wirklich ein ungewöhnlicher Fall für uns. Die Birkners haben von der ganzen Suchaktion nichts mitbekommen. Sie kamen erst einen Tag später nach Hause und hatten mehr als genug zu tun. Nachdem ich mir ein Bild gemacht habe und auch gesehen habe, der im Klo schön daneben gepinkelt und so weiter, habe ich das alles erstmal in Chlorix getaucht, habe alles Betten abgezogen, gewaschen, Spülmaschine durch, mindestens 2-3 Mal nochmal alles, was der angefasst hat. Zum Glück hatten wir Hilfe aus der Nachbarschaft, die dann auch so 1-2 Wäschen für uns gemacht haben. Iris Birkner hofft, dass sie die gestohlenen Wertsachen zurückbekommt.